I wish I would have three heads. Yeah. Und dann kommt was völlig Natürliches bei mir raus. Und ich erzähle dann nach zwei, achte mal drauf. Why do I have three heads? Und was ich dabei gedacht habe, ist, in Berlin wohnte, wir waren eine nette Gruppe von lustigen Freunden, nicht wahr? Und wir haben dann immer Witze kreiert, nicht wahr? Und dann kam ich drauf, wie viele Köpfe hat ein Mann? Das ist der Kopf, der Kehlkopf und der Nillenkopf. Und alle lachten sie. Und während hier wir das machten und Mozart hat I wish I had three heads, das kam im Moment. Und deswegen kam das ganz natürliche Lachen raus, gemacht habe. Und kein Mensch weiß warum. Das war natürlich meine Acting-Premiere, nicht wahr? Und hinterher habe ich so viel gelernt, natürlich in Acting-Classes und so weiter, Sense-Memory und was man also früher gemacht hat und wie man persönliche Sachen mit reinblenden kann. Das ist deine kleine Erinnerung an San Francisco, an den Schauspieler und Friseur. Da kannst du eine Geschichte draus machen. Es wundert mich, dass du vom Leben erwartest, dass jeder wie in einem Wettbewerb belohnt wird. Aber gefördert wirst du nur immer zu wenig. Davon kannst du nie genug haben. Anerkennung trifft eben nicht jeden. Und andere trifft sie mitten ins Herz. Da ist es wie mit der Und das kann nämlich sehr flott aussehen. Und was Neues. Und gerade mit dem Bart, da sind so viele Sachen dabei. Und Milosch sagte natürlich, er möchte den Mozart so ein bisschen jung haben. Nicht, dass so ein alter Mozart, der da sitzt und zum Himmel guckt und mit langweilige Geschichten macht. Damit die jungen Leute heutzutage sich mit ihm vereinbaren können, dass die eben diesen Film auch verstehen. So, wie gesagt, die Impulse waren da. In der Liebe, da will man nicht gefördert werden. In der Liebe bin ich frei. Mit einer Förderung ist es was anderes. Mit einer Förderung bin ich ziemlich unfrei. Mit Liebe hat das nichts zu tun. Und der Film hat geplatzt, aber den Bart kann ich auch nehmen für den anderen Film, für den Kannibalen da. Was kann uns verbinden, wenn nicht die Liebe? Was trennt uns, wenn nicht Förderung? Die kennst, lernst du kennen und besäufst dich und dann plötzlich nach 12 Jahren gewinnst du einen Oscar. Und darum muss man spekulieren, warum ein Leben erfolgreich ist. Überleg dir das mal. Das kann man nicht planen. Er hat den Oscar gewonnen, weil er angeblich die Designs gemacht hat. Aber Designs, die wurden in England gemacht. Er saß daneben, nicht wahr? Und weil er keine Ahnung hatte, hat mir extra noch gesagt, ich weiß gar nicht, wie das geht. Na ja, dann hat er die richtige Firma gefunden und die waren natürlich scharf, die ganzen Perücken zu machen für einen großen Film. Die machten ja völlige Knete, nicht wahr? Und er hat dann das Drehbuch gehabt und da wussten sie gleich, wie viele Perücken der Charakter kriegt und der Charakter und der Charakter. Und die wurden dann dementsprechend designt. Mozart alleine hatte 17 verschiedene Perücken. Das mit der Bestätigung geht mir aber trotzdem nicht auf, weil ich keine Rolle für dich spielen will. Er sagte vorher, ich kann da die Rolle drin spielen und so weiter. Und das wurde dann immer weniger, weil er nicht sein Bart drunter rasieren wollte. Nicht? Ich suche mir meine Rollen schon ganz gut aus. Ich sage auch eine Rolle ab, wenn es sein muss. Aber er wollte es machen. Ich dachte, das wäre genau die richtige Szene für ihn. Aber er hat kein Talent, der freeze in front of the camera. Ich kann aber meine eigene Rolle niemals absagen, die ich für dich spiele. Wenn sie nicht absagen, weil ich meine Rolle für dich noch nicht kenne. Und deswegen war der so neidisch auf mich. Über alles, wenn ich... Alle Leute wollten von mir die Haare geschnitten haben, am Set dann, nicht wahr? Und selbst Milosch habe ich die Haare geschnitten. Und er war so angespannt und er hat so viele Komplimente gekriegt. Und er hat auch einen Nervenzusammenbruch da, weil zum Attention, da ist diese, überleg dir mal so einen Film zu machen und so much, ob es auch ein Erfolg wird und so weiter, nicht wahr? Und dann hatte ich ihm die Haare geschnitten und dann fand er es so gut. Und dann sagte der, Karl, you don't like me. Yes, Milosch, I like you. Ich mochte den nicht so gerne, weil er so, so tough, da war keine Wärme richtig da, weißt du, er hat nur andauernd rumgeschrien, nicht wahr? Aber hinterher habe ich festgestellt, so eine ehrliche, total faire Person und für mein ganzes Leben
war der so ein totaler, flotter Filmmann. Immer wieder San Francisco, diese Stadt, die sieht aus wie in einer Szene in einem Film, in dem du mitgespielt hast. Ich war ganz verwundert, so kannte ich die Stadt noch gar nicht, habe anhand eines Films von San Francisco diese Stadt durchquert. Und in Prag, ja, da hatten sie dann verschiedene große Szenen. Das hatten die schon vorher gefilmt, von Januar bis März. Und ich kam am 7. März 83 dort an. Ja, als man über die berühmte Brücke, wie heißt sie dann, da musste man links gehen und da war das Haus, das habe ich dann später ausfindig gemacht. Da ist meine Szene geworden. Die meisten gehen durch das Bild, das sie von San Francisco haben. Die meisten leben nur in dem Bild, das sie von einer Beziehung, einer glücklichen Gemeinschaft haben. Das erzählt ihnen dann etwas. Das Bild, was Milosz da kreiert hat, es ist so... Jedenfalls ist mir jetzt schon wieder ganz anders, wo ich fertig bin. Anders als davor. Das ist ja meistens so, dass man das selbst schon längst verdaut hat, wenn die anderen noch rumblättern. So ist das mit dem Filmemachen, dem Haare schneiden und den Preisverleihungen. Ich habe so hart gearbeitet. Und die haben das ja gesehen, jeden Tag. Nicht wahr? Mein Herz, mein alles war da. Also das war für mich eben das Allergrößte, was mir passieren konnte. Harte Arbeit. Und ein Satz am Ende sagt mir, ich wünschte, ich könnte es nochmal machen.